Warum haben wir uns für Weberhaus entschieden? Ich glaube, es sind verschiedenste Gründe. Also erstmal, und ich glaube, das ist die allerwichtigste Geschichte. Wir haben uns natürlich auch andere Sachen angeguckt, aber wir haben uns, glaube ich, von der ersten Minute an gut aufgehoben gefühlt. Also alle Leute, mit denen wir zu tun hatten, also vom ersten Kennenlernen oder zum ersten Verkaufsgespräch bis jetzt schlussendlich auch oder bis dann auch bei den weiteren Punkten von der Architektin über die verschiedensten Leute, die dann doch auch von Weberhaus in unseren Prozess involviert gewesen sind, die haben halt einfach ein gutes Gefühl gegeben, wo man halt auch, ja, wo man einfach auch, ja. Es waren alle super nett und haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgestellt haben. Gerade so mit der Zimmeraufteilung, war das eigentlich mit der erste Anbieter, der auch genau das umgesetzt hat, was wir uns vorgestellt haben. Ja, ich meine, vielleicht hört es sich wirklich ein bisschen kitschig an, aber in dem Fall war es halt wirklich so. Wir sind halt hingekommen, wir haben halt gesagt, was wir uns vorstellen und für was wir unser Haus auch benötigen. Und es ist dann ein Haus rausgekommen, wo wir jetzt eigentlich kaum was verbessert haben. Oder kaum was. Also der erste Grundriss, den uns Weberhaus vorgeschlagen hat, der ist. Den hätten wir so 1:1 umgesetzt, wenn die Gemeinde das auch so gewollt hätte. Wir mussten leider ein paar Anpassungen machen. Sonst geht es vielleicht um 1-2 Quadratmeter pro Raum, aber es ist im Großen und Ganzen ist es das Haus, was wir, ich würde mal sagen, wir haben eine Bedarfsanalyse gemacht und als wir den Grundriss 2-3 Wochen später bekommen haben, ist es das Haus, was jetzt schlussendlich gebaut wird. Ja. Und ich glaube, das ist so erstmal der größte Pluspunkt und es hat natürlich auch viele organisatorische Gründe, warum wir uns für ein Holzfertighaus entschieden haben. Zu den ganzen Geschichten, dass halt das Wohnklima und auch die Nachhaltigkeit natürlich eine große Rolle spielen, ist natürlich auch in unserem Fall die Umsetzbarkeit. Also wir wohnen in Freiburg und wir bauen in Kleinmachnow ein Haus und zwischen Kleinmachnow und Freiburg liegen halt einfach 800 Kilometer. Ja. Weberhaus liegt nahe Freiburg. Genau, also wir planen quasi hier in Rheinau links das Haus, was in 800 Kilometer Entfernung aufgestellt wird. Und das hat natürlich, ich meine, das ist ein riesengroßer Vorteil vom Holzfertighaus, dass das Haus, und ich meine, das ist eigentlich schon dann auch ein Highlight und ich glaube, das wird dann auch schon irgendwie so, ich glaube, der Tag wird sich so ein bisschen surreal anfühlen, weil zurzeit sieht unser Grundstück halt aus wie eine wilde Wiese, also eine wirklich wilde Wiese. Also wir freuen uns jedes Mal, wenn neue Bewohner da dazugekommen sind und irgendwelche Bienen und weiß ich was alles da leben. Klar kommt dann irgendwann ein Keller drauf, aber das Haus an sich selber wird halt einfach mit einem Kran, mit weiß ich, riesen LKWs im Kran und dann wird das Haus innerhalb von 24 Stunden oder von 48 Stunden aufgestellt und dann steht das dann da. Und ich meine, das ist natürlich ein Vorteil, der uns es ermöglicht, dass wir halt nicht tagtäglich auf einer Baustelle sind, sondern dass wir ein Haus aus 800 Kilometer Entfernung planen und halt auch bauen können und wir uns dann quasi nur noch im letzten Schritt Gedanken machen müssen, wie wir unser Gerümpel 800 Kilometer mit dem Umzugsunternehmen dann in das Haus bekommen, was dann schlüsselfertig gebaut wird. Und ich glaube, das ist halt zu den anderen Vorteilen halt auch in unserem speziellen Fall ein riesengroßes Argument gewesen.